Hallo zusammen. Ich weiß, es ist schon eine ganze Weile her, seit ich zuletzt etwas beigetragen habe. Ich habe ja seit 2 Monaten einen neuen Job beim Verband der Schweizer Druckindustrie und da musste ich mich jetzt einfach mal zuerst ein bisschen reinleben und einfach mal abschalten vom Rest und mich voll auf das konzentrieren. Und ich habe zwar immer noch unendlich viel zu lernen, aber die Lust, wieder mal ein Tutorial zu machen, sei es auch noch so kurz, die ist jetzt einfach viel zu groß. Und zwar ist ja vor einigen Tagen das Update auf die CC 2022 erschienen, flächendeckend. Und da gibt es wirklich brutal viel Neues. Und ich habe mir gedacht, ich verzichte jetzt auf diese ewigen Movies. Was ist alles neu? Irgendwie muss man da die Welt nicht neu erfinden. Da gibt es so unendlich vieles online zu diesen Themen. Da muss nicht der Michel auch noch etwas dazu machen. Und trotzdem möchte ich in diesem super kurzen Film eine spezielle Funktion kurz beleuchten, die meiner Meinung nach viel zu wenig gezeigt wird. Und zwar habt ihr ja alle vermutlich schon mitbekommen, wenn ihr in Photoshop seid, wenn ihr mit der Taste W da auf dieses Objektauswahlwerkzeug kommt, da drauf, dass ihr da über das Bild fahren könnt und dann zeigt Photoshop euch mit einer temporären Maske Bildbereiche an, die ausgewählt werden können. Das Ganze funktioniert normalerweise dann, wenn hier oben nicht mehr gedreht wird. Ansonsten könnt ihr manuell das Analysieren erneut starten. Ihr seht, das geht relativ schnell. Und ihr seht dann hier auch, welche Objekte Photoshop gefunden hat, wenn ihr jetzt da nicht manuell drüber fahren wollt. Und das ist ja alles gut und recht. Ihr klickt da drauf. Ich wähle jetzt hier die Natalie links aus. Ich drücke die Shift-Taste. Ich wähle meine Frau aus. Alles wunderbar. Habt ihr alles schon gesehen? So. Was ich jetzt aber besonders faszinierend finde, und wie gesagt, es wird zu wenig oft hervorgehoben, es wird schon gezeigt, aber viel zu selten finde ich, das ist die etwas versteckte Funktion und die finde ich phänomenal im Ebenenmenü. Und da steht ganz unscheinbar alle Objekte maskieren. Das arme Teil hat nicht mal einen eigenen Kurzbefehl. Das muss ich dann noch nachholen. Und jetzt schaut mal, ich finde das Hammer. Wenn ich da draufklicke, dann dauert es eine ganze Weile. Und dann erstellt Photoshop zu allem, was Photoshop denkt, was ausgewählt werden kann, eine Gruppe mit Maske. Wenn ich jetzt da kurz schaue, was hat es da versucht auszuwählen? Die Kappe separat, okay. Dann den Rucksack, spannend. Dann meine Tochter Natalie. So gut es halt ging, nicht perfekt, aber relativ gut. Und meine Frau hier. Also wirklich krass. Und das Ganze hat es jetzt so ausgewählt oder so maskiert, dass die Ebene unten intakt bleibt. Es wird eine Gruppe erstellt und die Gruppe wird maskiert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Frau etwas aufhellen möchte mit irgendeiner Anpassungsebene, dann drücke ich Command M bei mir für die Anpassungsebene. Maskieren muss ich da gar nichts. Und wenn ich jetzt irgendetwas verändere, dann verändere ich halt nur meine Frau, weil die automatisch ausgewählt wurde. Und alles, was in dieser Gruppe erstellt wird, wird dann entsprechend bearbeitet. Ich könnte natürlich jetzt hier noch hingehen, könnte sagen, auswählen und maskieren und könnte diese Maske zusätzlich, wenn ich wollte, noch etwas nachbearbeiten, was ich sicher tun würde, weil die ist ja nicht perfekt. Und was ich auch noch ganz spannend finde, ihr könnt das Ganze ja auch kombinieren. Ihr könnt ja zum Beispiel sagen, ich brauche meine Frau und ich brauche die Tochter zusammen. Also mit Command-Klick hier drauf oder Steuerung-Klick. Jetzt habe ich das hier. Wenn ich dann Shift-Command-Klick hier rechts draufklicke, dann kommt meine Frau noch dazu. Hier noch auf den Rucksack. Und jetzt hätte ich quasi das ganze Gerüst hier alles zusammen. Und wenn ich jetzt wollte, könnte ich mit dem Schnellauswahlwerkzeug
die letzten Bereiche hier noch dazu nehmen, allerdings logischerweise auf der Ebene, nicht auf der Maske, und könnte das jetzt zusätzlich noch als weiteren Alpha-Kanal speichern. Das finde ich wirklich cool. Oder ihr könnt auch hingehen und sagen, hey, ich habe hier mit Alt-Klick auf die Maske, ich habe hier den Rucksack. Da kann ich einfach kurz mit Command-Klick den auswählen, wechsle dann mit Alt-Klick auf die Auswahl meiner Frau und mit Alt-Backspace füge ich hier den Rucksack noch hinzu und muss dann hier allenfalls noch etwas ausbessern, weil das ja halt nicht absolut perfekt stimmt, aber hey, das ist Jammern auf allerhöchstem Niveau, findet ihr nicht auch. Alternativ könntet ihr auch sagen, Bild, Kanalberechnungen, und hier findet ihr die Kanäle auch. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, ich müsste die sauber anschreiben, ich habe den Rucksack und kombiniere den jetzt hier, ich würde mal sagen, damit, so, und setze das Ganze als neuen Kanal in den Modus Addieren. Ich will ja dazu addieren. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, dann habe ich die Masken hier unverändert, habe aber hier unten einen neuen Kanal gebildet. Und all das nur auf Basis dieser automatischen Auswahl. Ich habe mal noch in meinem Bildarchiv gewühlt und noch geschaut, wo könnte ich das noch anwenden. Zum Beispiel auch hier, nicht perfekt, aber schaut mal, Ebene, alle Objekte maskieren. Das dauert ein paar Sekunden und dann ist das Resultat wirklich, ich würde sagen, auf 80% zum Ziel. Und das mit einem Mausklick, das ist wirklich unglaublich. Ich habe hier diesen Bereich, den brauche ich nicht, da hat es irgendeinen Blödsinn gesehen, aber das passt hier, das passt weitestgehend und das da ist wieder Blödsinn, das können wir weglöschen. Und so können wir jetzt auch einzelne Personen unabhängig voneinander bearbeiten. Stellt euch da irgendwelche Menschen vor, die nebeneinander stehen, mit unterschiedlichen Hauttönen vielleicht, die ihr aneinander angleichen müsst, Helligkeiten und so weiter bei Gruppenfotos. Wenn ich denke, wie oft ich da in der Vergangenheit manuell Auswahlen erstellt habe, auch wenn es nie wahnsinnig lang gedauert hat, aber so schnell wie hier, war ich nie. Ich finde diese Option hier wirklich erwähnenswert. Die ist echt toll. Es grüßt euch ganz herzlich, euer Pixelwühler Mischer Meierle.